Zum nunmehr 25. Mal lud die Stadtverwaltung Sangerhausen alle Kinder der Rosenstadt am 22. September 2022 zum Kinderjahrmarkt ein, der diesmal im Rosarium stattfand. Ein bunter Strauß an Angeboten wartete auf die Kleinen, die sie auf dem Gelände der Rosenarena sicher bewegen und alles ausprobieren konnten. Dabei nutzten auch die Kitas und Schulen der Ortsteile von Sangerhausen die Gelegenheit. So kamen zum Beispiel auch die Kinder der Freien Grundschule Riestedt hier im Bild. Für die gute Stimmung mit der richtigen Musik im Hintergrund sorgte derweil DJ Ernie. Wir freuen uns natürlich wieder riesig, dass auch in diesem Jahr hier wieder alle Kinder dabei sind. Dass hier wieder riesengroßer Andrang herrscht. Und an der Stelle deswegen auch mal hier ein Lob und ein Dankeschön an alle Leute hinter den Kulissen. Neu und an diesem Tag besonders beliebt war ein Parcours mit dem Namen Bubble Soccer, was so viel heißt wie Blasenfußball. Die Kinder stecken dabei in für ihre Verhältnisse überdimensionalen aufgepumpten Bällen und kämpfen mit viel Spaß gegeneinander. Die Stadt Sangerhausen hatte die Bubble Soccer unlängst erworben und wollte sie nun zum Kinderjahrmarkt, der jedes Jahr anlässlich des Weltkindertages stattfindet, offiziell übergeben. Wie Matthias Grünwald, Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, während des offiziellen Aktes, an dem auch Oberbürgermeister Sven Strauß teilnahm, erwähnte, war die Anschaffung nur durch eine Auktion während der Finissage zur diesjährigen Open-Air-Ausstellung Große trifft Kunst möglich. So war die Skulptur Der kleine Prinz hier im Bild vom Künstler Norbert Wilding an das Rosarium übereignet worden. Allerdings mit der Maßgabe, sie für einen guten Zweck einzusetzen. Und da kommt der Galerist Fritz Meyer von der Into-Afrika-Skulpturengalerie Wernsbach in Franken ins Spiel. Er ersteigerte die Figur für mehr als 800 Euro, die dann für die Anschaffung der neuen, nachhaltig nutzbaren Spiel- und Spaßgeräte genutzt wurden. Sie haben das Kunstwerk ersteigert. Wie kam es denn dazu? Es kam dazu, dass wir hier waren zur Eröffnung der Große trifft Kunst-Ausstellung. Irgendwann Ende Juni. Und am Tag unserer Abfahrt hat meine Bekannte, die ich dabei hatte, diese Skulptur entdeckt im Ausstellungsraum und hat sich verliebt in diese Skulptur. Dann habe ich versucht, diese Skulptur irgendwie habhaft zu machen und die zu kaufen. Ging aber nicht, weil sie war Teil eines offiziellen Programms und sollte für einen sozialen Zweck versteigert werden. Dann war ich wieder hier an der Finissage dieser Ausstellung und die Skulptur stand zur Versteigerung. Allerdings habe ich mit einer öffentlichen Versteigerung gerechnet. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht kannst du es tatsächlich billig kriegen, dieses Teil. War nicht, es war eine stille Versteigerung. Und dann habe ich ein Gebot abgegeben. Und prompt habe ich zu diesem Gebot auch ersteigert und jetzt habe ich sie. Wo wird sie jetzt stehen bei Ihnen? Sie wird nicht bei mir stehen, sondern ich werde bei dieser Bekannten stehen. In Rot, 30 Kilometer südlich von Nürnberg.